Und was macht das jetzt? Okay, es macht es wieder runter. Ah, die müssen auf gleicher Höhe sein. Also wie schwer ist das denn? Die haben gerade geleuchtet. Die haben gerade geleuchtet, als die auf gleicher Höhe waren. Okay, ich schau mal kurz, wie weit der nach oben geht. Die Musik. Oh, er hat's fast erraten. Das Ziel des Spiels. Oh mein Gott. Ich muss mal kurz schauen, was der hier macht. Okay, der macht es halt wieder komplett nach oben. Okay, also der macht es komplett nach oben oder komplett nach unten. Und der macht so drei Viertel. Stopp! Der macht's wieder ganz nach unten. Warum? Warte. Jetzt schaue ich mal. Ich schaue mal jetzt bei allen. Also abwechselnd. Weil entweder geht's halt immer komplett hoch oder komplett runter. Ja, musste mein Dad helfen, Möbel rumschieben. Danach noch mit seinem Galaxy über die Autobahn heizen und da. Dann in H musste er aussteigen, um die LKWs umzulotsen, weil sie mit Stau vom Fest gefahren. Ah, gute Übung, ja. Okay, jetzt ist der. Warte, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, jetzt ist das soweit. Jetzt schaue ich mal da drüben nochmal, wie weit der dann geht. Wo war der? Da. Bei dem muss, dürfte es eigentlich nur ein ganz, ganz weniges bisschen sein. Stop. Yes! Gut. Also einfach alle der Reihe nach ist ja easy. Der Tobi hat sich nur echt dumm angestellt. Das war ich. Gut. Ja, wunderbar. Damit. So. Okay, dann switchen wir mal nach oben. Aber das ist echt cool, dass ich hier jetzt genau das rote Leuchten, Flo, das war eigentlich der Geist, der also am Anfang, ganz am Anfang, waren wir ein normaler Fuchs. Und der rote, der war früher oder bis vor ein paar Minuten. War der blau und der hatte uns halt quasi gerettet und jetzt sind wir so, ja, so dieses mystische Wesen. Und jetzt wurde er aber korrumpiert, weil wir in diese Höhle gegangen sind und ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir unserem Freund wieder helfen. Genau. Ah, wieder ein Portal. Ist aber blöd. Weil wenn wir es ausmachen, dann zerfällt es. Okay, das heißt, wir müssen ohne unsere Kräfte weitermachen. Wie geht's da dann? Ah, wieder. Ah, okay. Da geht's wieder. Juhu! Flup. Ja, jetzt. Da haben wir uns wieder schmutzig gemacht. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir sehr weit mit und ohne unsere Kräfte kommen. Oh, jetzt niest er wieder. Nein, ihm geht's gar nicht gut.
Nein, er wird immer langsamer. Okay. Gott. Wenn wir wieder zurückgehen, dann geht's um. Ja, ich glaube das. Come on, du schaffst es. Komm schon. Oh, das ist so cute, dieses Niesen. Oh Gott, wie langsam der nur noch geht. Komm schon. Der niest jetzt auch rot, gell? Oh. Ich glaube, der Geist bricht jetzt aus, sobald wir zusammenbrechen. Nein. Ist der jetzt? Nee. Nee, ich bin jetzt nicht gestorben, oder? Nein. Oh Gott. Don't like it. Ja, okay, jetzt sind wir wieder schneller. Aber yeah. Oh Gott. Wohin geht's denn hier? Ah, okay, ich kann einfach. Okay. Okay, dann kämpft mein Geist weiter. Okay, das heißt, der ist noch nicht tot, ne? Der ist nur verdorben, sag ich mal. Alter, wie freaky das aussieht. Sind wir jetzt in Fuchshimmel? Ah, jetzt habe ich wieder Kräfte. Komm schon, kämpf dagegen an. Nein. Dammit. Okay. Euch, ich hoffe, ne, dass wir überleben. Schön. Wohin?
Cool. Was machen wir hier? Was müssen wir hier machen? Also wir müssen wahrscheinlich unseren Körper retten, aber wie? Und wenn wir dann wieder aufwachen, dann sind wir ja immer noch in dieser toxisch. Oh, cool, das ist einer, den wir gerettet haben. Cool. Warte, kann ich den anbellen? Wir haben so viele von denen verpasst. An sich muss ich das Spiel nochmal spielen. Und dann halt nochmal durchsuchen, wo die ganzen Stäbe und die Leichen sind von den Männchen. Aber cool, dass die hier jetzt auch rumlaufen. Wahrscheinlich werden wir schon viel mehr begegnet, wenn wir von Anfang an das. Also ich wusste es ja nicht von Anfang an. Ich will nicht, dass es schon fertig ist. Dieser Wegweiser wurde gerade rot. Gut gemacht, Tobi. Komme ich da hoch auch? Nee. Alpha-Wand. Alpha-Wand. Macht was immer eine Alpha-Wand macht. Ja, ich hätte ja auch den Weg nehmen können, ne? Aber wieso wurde der Wegweiser jetzt gerade rot? Ah, hier oben, ja. Das ist ein bisschen suspekt. Ah, wie cool. Nice. Ah, da unten wieder. Okay, ist wieder sauber. Ja. Okay, ist wieder rot. Wieder grün. Oder blau. Wie schön. War schön. Genau, der zeigt hier hin. Hier die Gabelung. Mal rechts rum. Ah, guten Tag. War falsch. Dankeschön.
wieder einer. Hallo. Ah, vielleicht ist das so die Kapitel-Revue passieren ein bisschen. Weil da pro Kapitel kommt uns dann jemand entgegen. Also im ersten Kapitel war ja alles schön, da war alles so blau und ja, schön. Und dann im zweiten Kapitel kam schon ein bisschen rot. Und könnte sein, dass pro Fuchs das neue Kapitel so aufgezeigt wird. Also im zweiten gab es da dann schon ein bisschen rot, dann im dritten noch mehr rot. Und im dritten haben wir dann auch wieder endlich mal wieder jemand befreit. Und hier ist. Eine fette Burg. Aha. Cool. Vielleicht war das, warte, im vierten Kapitel, glaube ich, war das, wo wir die erste große Burg gefunden haben, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Gut, wieder zurück, Entschuldigung. Wobei, nee, gar nicht. Ja, doch wieder hier zurück, ne? Oh, blaues Feuer ist so schön. Hier hoch, ja. Cool, vielleicht muss ich sogar hier hoch. Ach nee, gut, ich kann hier hoch. Kann ich hier hoch? Schade, ich dachte jetzt, oh, voll der schöne Baum. Oh, kein Baum. Ja, cool. Ah, an diese Statue kann ich mich auch noch erinnern. Also cool. Hier geht es nicht weiter. Ah, cool, dass sich jetzt die Geister auch unterhalten können und so. Ah, da ist noch einer. Hallo. Schön hier. Ah, hier geht's weiter. Okay. Wohin? Hier bist du. Come on.
Komm schon! Wehr dich dagegen! Wo bist du hin? Da! Ah! Und jetzt? Muss ich was machen? Hier, Entschuldigung, mein Fehler. Hätten wir uns jetzt? Super, dann haben wir unseren Freund gerettet. Cool. Genau, so sah der nämlich vorher aus, bevor er zum Glühwürmchen wurde. Jetzt ist die Frage, ob wir wirklich immer noch tot sind. So, wahrscheinlich sind wir tot. Und jetzt gehen wir halt, keine Ahnung, in den Himmel mit unserem Kumpel? Oder? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus hier. Rake, sorry, irgendwas war los. Irgendwas war los. Bin aber wieder da. Keine Ahnung, ja. Herzlich willkommen zurück. So. Auf jeden Fall. Ah, warte, von unten sieht das ja dann aus wie diese Spur, die wir verfolgt haben. Also ein bisschen breiter natürlich, aber. So, das nordische die Nordlichter. Yay! Voll die süße Idee eigentlich. Voll cool. Okay, gehen wir jetzt zu uns zurück. Und gehen wir wieder in unseren Körper rein? Oh, ich hoffe. Weil wir müssen ja noch das rote Etwas besiegen. Wie bist du denn gestorben? Das hast du verpasst. Schade. Ich bin in die letzte Kammer gegangen, also ich habe den roten Geist verfolgt, meinen Kumpel da, ich hatte aber kein Spirit mehr, so die blauen Streifen waren weg, dann hat mir diese roten Gase und was weiß ich hier zu sehr zugesetzt, oder den Fuchs, und der wurde immer langsamer und langsamer, und dann irgendwann bin ich umgekippt und wurde halt zu dem Geisterwolf. Und genau, dann bin ich quasi hier wieder aufgewacht in diesem Gebiet hier. Genau. Und juhu. Oh ja, der feine Herr geht ja ganz gemütlich runter. Genau, und ich glaube, jetzt müssen wir meine Leiche wiederfinden. Ich glaube, die ist da. Da vorne ist sie. Genau. Ja.
Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt ist unser Freund wieder da. Ja, Kapitel 8. Oder? Unser Freund? Ja, da vorne. Hey, hey du. Hey du. Aber cool, dass der jetzt nicht mehr so nur ein Pünktchen ist, sondern... Aber der bellt nicht mehr so süß. Okay, oh. Okay. Ich glaube, das ist jetzt das Finale, ne? komm schnell, ich habe Angst. Tja, diese rote Sonne hat jetzt ein Problem. Jetzt sind nämlich zwei Spirit-Füchse. Haha. GG. Ich bin echt gespannt, was das dann sein wird. Jetzt gehen wir auf den Gipfel, woher dieses rote Flimmerzeug gekommen ist. Und dann kommen wir zum Endboss. Oho. Ich bin echt gespannt, was da dann ist. Oh, okay. Das ist der eine. Ah, oh. Ist das sein Körper? Könnte eigentlich sein. Schön. So. Errungenschaft freigeschaltet. Northern Light. Oh. OMG, ist das. Wie geil ist das denn? Okay, das ist... Oh nein, es ist vorbei. Aber ja, war ja klar. Aber wie cool ist das denn? Ach, und immer wenn ich mit dem Schwanz wedel... Bleibt so eine Spur da. Komm, Dauerschwanzwedeln. Entschuldigung, das klingt irgendwie komisch. Ah, voll schön. Nein, Alpha-Wand. Na gut. Ja, kann ich aber verstehen, dass ihr da nicht, sie da nicht ewig viel Map designen wollten. Aber für ein Indie-Game, schaut mal, wie viele
da wieder mitmachen. Das ist so krass. Ach so, entstehen Polarlichter. Jetzt verstehe ich's. Ja. Eigentlich Nase stupsen. Komm mal, Nase stupsen. Nein! Ja, ich will kurz Nase stupsen. Nase stupsen. Na, schau doch nicht dahin. Nase. Stups die Nase. Ah, dann eben nicht. Gut. Jetzt aber. Nase. Schau doch nicht dahin. Schau zu ihm. Nein. Jetzt geradeaus. Das ist nicht gerade. Und was machst du da? Nase stoppt. Nase. Naja, okay. Das war ein heftiger Nasenstupser. Oh, die spielen jetzt für alle Ewigkeiten da oben. Nase stupsen. Gib nicht auf. Der Stream wird erst beendet, wenn die sich Nase stupsen. Stups. Naja, das war Auge stupsen. Nase. Stups. Oh, fast. Ja, das. Nein. Was? Oh, das war ganz knapp. So, jetzt halt. Stups. Nein. Stups. Come on. Ja, das zählt, oder? Auch wenn er sich jetzt gleich wieder weggedreht hat. So. Also, ja, von oben stupsen die. Die sind nicht auf ein Level. Oh Gott. Gut. Schade. Also schön, dass es vorbei ist, vor allem. Schönes Spiel, sehr schönes Spiel. Aber schade, dass es schon vorbei ist. Tja. Kann man auf jeden Fall sehr getrost selbst spielen. Also macht wirklich unglaublich viel Spaß. Das ist halt mal richtig cool, weil es so überhaupt nicht stressig ist. Selbst die Passagen, Zeit, die waren nicht so krass stressig. Das war echt ganz cool. Warte mal, ich mach mal kurz Musik an, ein bisschen. Warte mal. Machen wir mal die Playlist an. So. Geh jetzt duschen. Nicer Stream, Tobi, wir hören uns später. Ja, ich muss ja noch ein bisschen was arbeiten, aber so ab 8 mache ich auch Feierabend. Aber ja, viel Spaß beim Duschen. Ein bisschen laut, oder? So. Nee, aber war auf jeden Fall richtig cool. Mag ich voll. Warte mal, ich schau mal gerade, wie viel das auf Steam kostet. Das kostet echt. Echt nicht. Spiel wie. 10 Euro kostet das. Und wir haben jetzt wie lange gespielt? Knapp 5 Stunden. Was eigentlich relativ normal ist für so ein Indie-Game. Und ja. Total schön, vor allem ist, man kommt sehr schön runter. Also.
Klar, wenn wir jetzt noch alle Leichen suchen würden, wir haben glaube ich nur die Hälfte gefunden oder so. Das ist echt, oder? Glaube ich nur die Hälfte gefunden. Genau, Lost Ember haben wir 5,5 Stunden gezockt. Ja. Das würde, glaube ich, Spirit of the North auch rausbringen, wenn man wirklich alles suchen würde. Beziehungsweise mehr oder weniger. Je nachdem, wie schnell man das findet. Ja. Ja, ne. Dann muss ich mal wieder neue Indie-Games suchen. Und ich habe schon ein paar im Blick, aber die kommen erst später raus. Also das eine kommt sogar erst 21 raus. Ein bisschen schade. Aber ja, das wird auf jeden Fall nochmal schöne Indie-Games geben. Genau, nächsten Montag ist wieder normal, also nicht mehr Dienstag, sondern offiziell wieder Montag. Und da werden wir auf jeden Fall auch wieder Far Cry spielen und mal schauen, was noch. Und nächsten Donnerstag, wie gesagt, also übermorgen ist es, glaube ich, schon. Genau, übermorgen. Da ja, spielen wir mal. Ich weiß aber nicht, ob wir wirklich spielen. Ah! Nächsten Montag gibt's, warte, oder? Ja. Nächsten Montag gibt's Far Cry und eine Überraschung. Eine richtig coole Überraschung. Und genau. Und Donnerstag, wie gesagt, peilen wir mal Rome an, aber ich sag noch Bescheid, ob es Donnerstag dann wird, je nachdem, wie weit ich produzieren kann. Genau. Dann, ja, hören wir mal dieses Mal 10 Minuten früher auf. Das passt mir ganz gut. Dann arbeite ich jetzt noch 2 Stunden weiter und dann Feierabend. Gut, dann euch noch einen schönen Abend und noch eine tolle Woche. Und wir sehen uns dann vielleicht Donnerstag, spätestens aber Montag. Oder bei YouTube. Ach, Rake, das Sparta Let's Play ist jetzt online. Also das letzte. Genau. Ja, hoffentlich sehen wir uns Donnerstag. Würde mich auch sehr freuen. Genau. Macht's gut. Bye, bye.